Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian will. Kommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor der kleinen Osterpause. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sind wie immer freitags ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann wählt 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist 61 Jahre alt und heißt Heinz. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo Heinz. Um was geht's bei dir? Ich hatte vorgestern deine Sendung gesehen. Ja. Und dann habe ich das gehört mit dieser Penisprothese. Ja. Und zwar, ich lasse mir auch eine Penisprothese machen. Ja, warum? Aber damit das Glied wieder steht. Ich bin zuckerkrank. Ja. Und seit ein paar Jahren geht das nicht mehr so doll. Und ich habe schon mal die Pille genommen und das geht denn auch mit dieser Pille, aber er stand nicht. Und dann sagt meine Frau zu mir, ja, das gibt sowieso keinen. Und wenn das nicht vom Kopf kommt, ja, dann gibt es auch keinen. Wobei wir, glaube ich, einen großen Unterschied machen müssen. Der Anrufer vorgestern hatte eine komplette Prothese. Richtig. Da war der Penis und die Hoden waren entfernt worden aufgrund einer schweren Krebserkrankung. Und die, das ist bei mir nicht der Fall. Das heißt, du hast dein Penis, der ist da. Der ist da. Alles ist da. Da werden ein paar kleine Schläuche eingesetzt. Ja. Da kommt eine Pumpe in dem Hodensack. Ja. Was von außen nicht erkennbar ist. Wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenkäme, die das nicht weiß, ja, dann weiß die das einfach nicht. Das weiß nur die Frau, die dem eingeweiht ist, die weiß, dass ich so eine Operation habe. Das ist ja schon eine geniale Erfindung und auch schon ein bisschen lustig. Dann pumpt man am Hodensack den Penis steif. Richtig. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, habe mir das auch angesehen, der operiert ist, ja, und der hat mir das auch gezeigt, ja, weil ich so neugierig war. Ja. Hab gesagt, ich sag, bleibt das denn so, dass das jetzt richtig steht? Ja, selbstverständlich. Und dann hat er dir das vorgeführt? Der hat mir das vorgeführt. Und er stand wie eine Eins? Stand wie eine Eins. Und wie kriegt man dann die Luft da wieder raus? Wie dann geht das? Drückst du auf einen Widerstand und dann geht die Luft wieder raus. Und wo geht die Luft hin? In diesem Teil, was in dem Hodensack drin ist. Und wie entweicht die Luft aus dem Hodensack? In diesem, da ist in diesem Hodensack, da entweicht keine Luft. Ja. Das ist in wie ein Kreislauf. Ach so, verstehe, wie ein Kreislauf. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Richtig. Ich verstehe. Das ist ja genial. Und es ist so, ich liebe meine Frau unheimlich. Das heißt, ich möchte auch, dass sie wieder zu mir kommt. Ja. Und deswegen lasse ich mich auch operieren, weil sie ist 11 Jahre jünger wie ich. Ja. Und ich möchte sie dann wieder glücklich machen. Verstehe. Ist das eine, du hast dich wahrscheinlich informiert bei einem Urologen, bei einem Chirurgen. Ist das eine... Urologen gewesen. Ist das eine komplizierte... Urologe, ja? Der war Chefarzt hier in der Nähe in einem Krankenhaus, ja, und der diese Operation gemacht hat. Und er hat sich schon mit dem Professor unterhalten. Ich, ja, habe am Dienstag einen Termin mit dem. Ach, jetzt schon am Dienstag? Am Dienstag einen Termin, dann ist die Voruntersuchung. Ja, ist das eine gefährliche oder komplizierte Operation? Ja. Diese Operation ist ja nicht einfach, weil man geht ja bis unten in die Wurzel, weil man kann ja nicht nur oben das Stückchen machen, dann würde das ja wieder abkippen. Und man geht schon, so eine Operation ist wohl nicht einfach, so wie ich das gehört habe. Welche Risiken geht man ein? Ja, wenn es ganz schlimm passiert, es ist dann zwar noch nicht passiert, aber dass der Penis das abstößt, die Sache. Ach so. Dann würde ich genauso leiden wie der Vorgänger, der im Fernsehen bei dir war. Ja, ja. Aber es ist mir momentan auch egal, weil ich sage... Also dir ist es so wichtig, dass du das Risiko in Kauf nimmst. Bezahlt die Krankenkasse das? Sicher ja, nicht. Ja, in diesem Fall ja. Ja.
In diesem Fall, weil ich Diabetiker bin und ich bin ja noch nicht zum Abschuss bereit. Also ich bin ja nicht in dem Alter, erstmal sehe ich nicht so alt aus. Ja. Zweitens mache ich noch ein bisschen Fitness und sowas alles. Und es wäre ja sehr traurig, wenn das Leben jetzt schon mit 61 aber, das Ende. Aber na klar, da hast du völlig recht. Sag mal, zum Thema Sexualität. Hat man mit dieser Pumpe oder durch diesen aufgepumpten Penis, kommt man da zu einem Orgasmus, so wie man ihn kennt? Richtig. Aha. Kommt zu einem Orgasmus und das ist alles okay. Ja. Und meine Frau hat mir irgendwann vor ein paar Wochen gesagt, eine Frau kann immer und ein Mann kann nie und oder sowas oder weniger. Das wird dann bei euch ganz anders sein. Dann habe ich gedacht vom Kopf her, das lässt du dir nicht mehr sagen. Werden diese Operationen oft durchgeführt in Deutschland, weißt du das? Sie werden schon öfter durchgeführt, auch bei jüngeren Leuten. Weil je mehr Operationen gemacht werden, desto größer ist auch die Routine und desto weniger kann halt auch passieren, ne? Richtig, die machen, also wo ich hingehe, die machen fast nur diese Operationen. Das ist schon mal gut, wenn man das hört. Und es ist auch so, ich würde mich auch sehr freuen, wenn das alles so klappt, denn ich denke mir, vor ungefähr 5 Jahre hat meine Frau zu mir gesagt, ich wäre nicht normal, weil ich am Tag 3-4 Mal dran wollte. Und das wäre eine Krankheit, hat sie zu mir gesagt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hoffentlich hält die Krankheit lange an. Und da man ja als Diabetiker das nicht steuern kann. Ja, also die Ursache deiner Potenzprobleme ist die Diabetes. Richtig. Ja. Weil dadurch diese Diabetes die Kleingefäße alle kaputt gehen. Nochmal eine Frage zu dieser Operation. Es werden dann in den Penis kleine Schläuche verlegt, die aufgepumpt werden, ne? Zwei Schläuche nebeneinander. Und wenn der Penis dann erschlafft ist, sind diese Schläuche, die sind so klein, dass du die auch gar nicht spürst oder siehst. Ja, selbstverständlich. Man spürt das nicht und es ist so, wenn das denn erschlafft ist, das Glied, ist das genau wie jedes andere Glied. Verstehe. Auch. Also diesen Dienstag hast du am Dienstag habe ich eine Besprechung. Einen Termin mit dem Professor. Wann könnte frühestens die Operation stattfinden? Das werden die mir dann sagen. Ich möchte einen Vorschlag machen. Die rufen mich dann an und dann können sie kommen. Ja, ich würde gerne mit dir nochmal sprechen, wenn die Operation gut verlaufen ist und hinter dir liegt. Ja. Und wenn die ganze Sache auch verheilt ist, das tut sich ja auch eine ganze Weile noch weh, weil da tiefe Schnitte in einer Region gemacht werden, die nun gerade nicht so, die sehr empfindlich ist. Wenn wir vielleicht, in 2-3 Monaten, du könntest das entscheiden, nochmal telefonieren. Ja. Das können wir gerne machen. Sehr gerne. Dann würde meine Redaktion dich jetzt nochmal anrufen und könnt ihr die Einzelheiten besprechen in den Zeitraum. Richtig. Und dann wäre ich sehr interessiert daran, wie das dann funktioniert bei dir, wie das ist. Ja, denn ich war die Woche beim Tätowierer und dann sagte der mir, wie viele Leute zu ihm kommen und sich in der Eichel und überall so Piercing machen lassen. Ja. Und da muss ja auch furchtbar wehtun, die ganze Geschichte. Wieso warst du denn beim Tätowierer? Was hast du tätowieren lassen? Ich habe mir das Bild von meiner Frau im Unterarm tätowieren lassen. Schöne Idee. Schön. Wie lange bist du mit... Sie immer bei mir. Wie lange seid ihr verheiratet? 19 Jahre. 19 Jahre. Und dann nach 19 Jahren noch das Bild auf den Unterarm tätowieren lassen mit 61, finde ich schon ziemlich scharf, finde ich schon toll. Toller Liebesbeweis. Über alles. Ja, super, ganz toll. Lieber Heinz, wir machen das so. Wir rufen dich gleich nochmal an, dann könnt ihr die Einzelheiten noch besprechen im Hintergrund. Und alles ich bin sehr gespannt auf unser nächstes Gespräch und toi 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 für die Operation. Alles klar, alles danke Gute. Dir. Tschüss. Bleib weiter so. Dankeschön, tschüss. Gut, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, wir können uns unterhalten, wir können streiten, reden, was auch immer, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de. Übrigens sind wir wieder da, das nur mal so als kleiner Hinweis, in der Nacht vom 31.03. auf den 1.04. Jetzt geht es weiter mit Doris und Doris ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Doris, hallo. Ja, hallo. Und was geht's bei dir? Ja, hallo. Endlich habe ich dich mal an der Strippe. Ja. Folgendes. Ich habe jahrelang meinen Mann gepflegt. Der war 25 Jahre älter wie ich. Der war sehr morbid. Ich bin von Beruf Krankenschwester. Ja. Und der ist
vor 5 Monaten verstorben. Vor 5 Monaten, ja. Ist er ja sehr schwer, er war sehr schwer krank. Sehr schwer, der hatte beide Beine weg. Oh je, warum? 4 Bypässe. Warum beide Beine? Schrittmacher, Diabetes. Diabetes, ja. Genau das, was gerade dein Vorgänger auch gesagt hatte. Mhm. Also beide Beine weg, 4 Bypässe, ein Herzschrittmacher. Richtig. Das heißt, da lag eine lange, lange Leidensphase hinter dem Mann. Richtig. Hinter euch, hinter dir dann auch. Aber ich habe ihn mit Liebe gepflegt. Mhm. Ich habe meinen Beruf dafür aufgegeben, um nur für ihn da zu sein. Ja. Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Das fällt dir schwer, das zu erzählen. Ja, mhm. Ich habe den Mann, den kennen wir schon länger, den kenne ich schon länger schon. Ja. Also seit 4 Jahren alleinerziehend, 2 Kinder. Ein Mann. Auch Witwer. Auch Witwer, den hast du kennengelernt. Also nicht kennengelernt, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger. Richtig, richtig. Der hat auch mir immer hier geholfen und so weiter und so fort. Und was ist jetzt mit dem Mann? Ja, da ist dann Folgendes passiert. Ich bin mit dem im Bett gelandet. Dann habe ich ein scheiß Gefühl. Hm. Hast du dich verliebt in den Mann ein bisschen? Ja. Hm. Er sich in dich auch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der ist jetzt in Urlaub, der kommt erst in 2 Wochen wieder zurück. Wie alt ist der Mann? 60. 60. Du bist 49. Hm. Ja. Ja. Jetzt ist dein Partner vor 5 Monaten gestorben. Und richtig. Und du hast ihn gepflegt bis zum Schluss. Bis zum geht nicht mehr. Wie viele Jahre war dein Partner erkrankt? Bitte? Wie viele Jahre war dein Partner erkrankt gewesen? Insgesamt 7 Jahre. 7 Jahre. 7 Jahre. 7,5 Jahre. Ja. Genau, 7,5 Jahre. Wir haben also 98 geheiratet. Mhm. Und das war am Freitag, den 13. Mhm. Das heißt, in den vielen, vielen Jahren habt ihr auf Sexualität und Erotik verzichtet? Auf Sexualität, die gab es schon noch. Also es war ja so, dass man nur erstmal in Anführungsstrichen einen Schlaganfall bekam und aber ich könnte mir vorstellen, bei dem Krankheitsbild, wie du es gerade beschrieben hast, dass das dann schon doch immer weniger wurde. Und dann im Nachhinein, also die letzten 3 Jahre war nichts mehr. Da war gar nichts mehr. Hm. Nein, also ich musste dann immer noch den Eiertanz kriegen, so dass ich ihm das Gefühl gebe, da ist noch was, weil auch durch den hochgradigen Diabetes Wie meinst du das? Du musst ihm das Gefühl geben, da ist noch was? Inwiefern? Ihm das Gefühl geben, er ist noch ein Mann. Ach so, und wie hast du ihm das Gefühl gegeben? Wie soll ich das erklären? Indem ich einfach ihn geliebt habe und ihm befriedigt habe. Ach so. Also auf eine gewisse Art und Weise, wie er es noch konnte. Ah, verstehe. Hast du das gerne gemacht? Ja, weil ich ihn geliebt habe. Weil du ihn geliebt hast, bis zum Schluss. Mhm. So, jetzt hast du ein ungutes Gefühl, dass du jetzt eine sexuelle Begegnung mit einem Mann hattest. Richtig. Erklär mir mal, woher dieses ungute Gefühl kommt. Ich habe das Gefühl, ich habe mich irgendwie preisgegeben. Wie meinst du preisgegeben? Wie meinst du das? Ja, so für jemanden. Ob es der Wert ist. Mhm. Aber weil du hast einfach noch zu frisch ist, zu jung. Ja. Aber du hattest in dem Moment hattest du schon das Bedürfnis danach. Ja. Oder hast du dich sehr überrumpeln lassen von dem Mann? Nein. Du hast dann auch mitgemacht. Ja. Also da war ein Interesse war schon da. Ja. Mhm. Doris, ich will dir was sagen. Ich habe hohen Respekt für deine Leistung, dass du deinen Mann, deinen Partner so lange, so intensiv gepflegt hast. Und ich glaube, wir alle können nur hauchdünn erahnen, was du in all diesen Jahren halt auch für Beschwernisse und auf dich hast nehmen müssen und wie schwer das für dich war. Ich kann verstehen, dass wenn man nach 5 Monaten nach einem Trauerfall, wenn dann so etwas vorkommt, dass man vielleicht etwas irritiert ist, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat. Ich finde, so,
Ich finde, ich sage dir das mit tiefer Überzeugung, ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Ich finde, du hast so einen großen Dienst an deinem Mann geleistet, dass du auch jetzt nach all diesen Jahren, du bist ja noch eine junge Frau, du bist ja keine alte Frau. Ja, danke. Ja, finde ich. Dass du nach all diesen schweren Jahren auch mal was Schönes erlebt hast. Damit beschmutzt du die Trauer nicht, damit beschmutzt du nicht die Liebe zu deinem Mann. Das sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Ehrlich? Finde ich, ich sage es dir wirklich mit voller Überzeugung. Pass auf. Ich gönne es dir von ganzem Herzen. Jürgen, hör zu. Ich habe die ganzen Bilder von meinem Mann abgehangen. Ich habe die beiden Eheringe ausgezogen. Weil du dich schämst? Nein. Weil ich das einfach... Das ist vergangen. Ach so. Vergangenheit, verstehst du? Mhm. Das ist Vergangenheit. Mhm. Und er kommt ja nicht wieder zurück. Mhm. Ach so, das ist deine Form auch der Trauer, dass du sagst, ich will alle Erinnerungsstücke wegnehmen. Ja. Auch das kann ich verstehen. Auch manche Menschen, die haben ganz viele Erinnerungsstücke und haben wirklich überall ein Bild hängen und so weiter. Da geht jeder anders mit um. Wenn das deine Form ist, des Abschiednehmens, des Loslassens, finde ich das auch in Ordnung. Wirklich. Das tut mir schon ziemlich weh. Dass du das so tust, oder? Ja, dieser Schritt. Mhm. Ja, ich glaube, aber vielleicht, wenn du es. Ist es ja irgendein Impuls in dir, der das will. Also tust du es ja auch. Ja. Also wird es für dich eine Logik und eine Richtigkeit haben. Sonst würdest du ja die ganzen Bilder wieder herholen und die an die Wand hängen. Nee. Ich glaube dir das wirklich, wirklich, wie du es gerade geschildert hast, dass du diesen doch sehr schwer kranken Mann bis zuletzt sehr geliebt hast. Ja. So. Und du hast ihm all die Liebe gegeben, die du für ihn empfunden hast. Ja. So. Das stimmt. So. Was hättest du... Das war wirklich wie der... ich glaube, ich kann mir vor... Der Todeszeitpunkt, ne, der war im Oktober, am 9. Oktober, 6:59 Uhr, da ist auf seiner Armbanduhr stehen geblieben. Mhm. Und ich bin auch sehr, sehr, also nicht so esoterisch jetzt so richtig, aber ich weiß, es gibt da eine Macht. Mhm. Mhm. Und am 8.10., da hatte ich so ein Scheißgefühl, da muss ich unbedingt noch mal zu ihm hinfahren. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und ist er eingeschlafen in meinen Arm, obwohl ich immer wollte, dass er bei mir stirbt. Wo ist er denn? War das in deinem Krankenhaus? Ja. Mhm. Genau. Und wie gesagt, ich bin Krankenschwester vom Beruf und ich hatte damals überwiegend passive Sterbehilfe gemacht und deswegen wollte ich, dass mein Mann auch bei mir zu Hause stirbt. Mhm. Aber dieses war uns nicht gewährleistet. Mhm. Aber wie ich dann in das Zimmer reinkam, ne, Dominian, der hatte das rechte Auge, das war noch auf, ne? Mhm. Und dann habe ich das zugemacht. Ne? Mhm. Und mein Sohn ist mit reingegangen in das Krankenzimmer. Mhm. Und dieser Anblick ist tief eingebrannt. Ja. Ja. Und dann denkst du, denn, verdammt nochmal, da kommt jetzt jemand, den kennst du schon jahrelang und den magst du auch schon. Ne? Also Doris, nochmal, ich glaube, dass ja nach dem Tod deines Mannes wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schwere Belastung von dir erstmal abgefallen ist. Weil so lange, so eng mit einem so schwer kranken Menschen zusammen sein, zehrt ja auch an dem Partner, an dem Gesunden. Und dass jetzt etwas passiert ist, was dir in dem Moment gefallen hat. Ich sage es nochmal, ich finde das legitim, ich finde es moralisch nicht verwerflich. Das kann ich dir dazu sagen, Doris. Und wenn du, wenn der Mann jetzt aus dem Urlaub zurückkommt und ja, und es einen Kontakt geben sollte, dann mach es. Ja, hoffentlich. Ja, mach es. Jetzt ist jetzt und du hast in der Vergangenheit getan, was du tun konntest und jetzt kümmere dich um. Ja, die Befürchtung, dass ich dann habe, wenn er jetzt hat er den Abstand bekommen und
Und dann habe ich die Angst, ich habe... Okay, das kann man ja nur erstmal sehen. Ich finde, dass du erstmal mit dir ins Reine kommen musst, dass das okay ist, dass du es gemacht hast. Wie jetzt die weitere Entwicklung ist, muss man sehen. Du darfst dich jetzt auch noch nicht zu sehr da reinsteigern, um der Enttäuschung vorzubeugen, wenn es eventuell nicht klappt. Das musst du machen. Aber grundsätzlich geh jetzt deinen Weg. Und wenn das dein Weg ist, finde ich das in Ordnung. So, liebe Doris, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und alles Liebe. Ja, okay. Von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Marco. Marco ist 29. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marco. Was ist dein Thema? Ja, erst noch mal ganz kurz zu deiner vorherigen Anruferin, der Doris. Sie soll auf jeden Fall mal drüber nachdenken, weil das Leben geht weiter. Mhm. Und ja, das war mit Sicherheit kein Fehler, was sie da getan hat. Siehst du es auch so? Genauso sehe ich das auch. Ja. Okay, sehr nett, dass du auch nochmal Stellung nimmst. Ja. Jetzt zu dir, zu deinem Thema. Ja, ich habe gestern schon versucht anzurufen zu dem Thema mit dem Auto. Ja, gestern das Thema Autogeschichten, Autos. Ja, ja. Und da hätte ich auch noch eine kleine Geschichte. Ja, sehr und gerne. Und zwar, ich bin Fernfahrer vom Beruf. Was bist du vom Beruf? Fernfahrer. Fernfahrer, ja. Mit LKW. Ja. Und ich habe auf einem Autohof gestanden, weil ich eine ziemlich lange Pause hatte. Mhm. Und ja, nach einer Zeit konnte man dann nicht mehr schlafen und ja, dann hat man sich halt Beschäftigung gesucht. Auf diesem Autohof war so ein Erotik-Store mit Erotik-Shop und Videokabinen und halt auch an einem Porno-Kino. Das gibt's auf Autohöfen, wusste ich auch nicht. Ja, aber liegt ja auch nahe, dass es das da gibt. Bitte? Liegt ja auch nahe, dass es das da gibt. Ja, ist richtig. Ja, natürlich. Und ja, dann habe ich mir erstmal diesen Sexshop angeguckt, man ist mal durchgegangen, mal so zu gucken, was so alles gibt und sowas. Videokabinen habe ich mir gedacht, nee, da brauchst du, glaube ich, nicht für zu bezahlen, das kannst du auch anders haben. Dann habe ich mir gedacht, gehst du einfach mal in dieses Porno-Kino. Und dann habe ich mir den Spaß mal angeguckt und bin da durchgeschlendert. Sind mehrere Kinos gewesen mit verschiedenen Filmen und so weiter und so fort. Ja. Und dann bin ich in einen so einen Raum reingegangen, wo halt so ein Film lief. Dieser Raum war leer. Bis auf die Reihe, da saßen zwei Frauen. Da war gar keine Störung. Bis auf was? Bis auf? Bis auf hinten auf der letzten Reihe, ja. Da saßen zwei Frauen. Ah ja, zwei Frauen, sehr ungewöhnlich. Ja, fand ich auch. Ja. Und ja, diese beiden Frauen waren dabei, sich diesen Film anzugucken und vergnügen sich gegenseitig dabei. Sag bloß, waren das Fernfahrerinnen? Nein, die kamen da irgendwo aus der Nähe. Das ist das Einzige, was ich auch im Großen und Ganzen noch von den beiden weiß. Ja. Also das war für dich klar zu erkennen, dass die beiden sich miteinander vergnügten? Auf jeden Fall. So, und dann? Habe ich mir gedacht, naja, wenn du dich jetzt hier vorne hinsetzt, siehst du da nicht mehr viel von. Sehr richtig kombiniert, also, ja. Also war ich dann halt so dreist und habe mich dann halt mit da hinten auf diese letzte Bank draufgesetzt. Mit ein bisschen Abstand, aber man hat sich halt da hingesetzt. Ja, würde manch einer genauso machen. Denke ich auch. Ja, dann habe ich mir die beiden eine ganze Zeit lang angeguckt, ja? Bis auf einmal die eine den Kopf umdrehte, guckte zu mir und sagte, warum ich denn nur zugucke, ich könnte doch einfach mal mitmachen. Mhm. Ja, da habe ich mir dann so gedacht, so ein trockener Spruch, da musst du dann diesem Spruch entgegenwirken und dann habe ich halt gesagt, ja, hier drin nicht, hier finde ich es ein bisschen unbequem. Ja. Und dann fragte die eine, was machen wir denn nun? Ja, sage ich, da gibt es noch eine Möglichkeit, sage ich, ich habe einen LKW vor der Tür stehen. Ja. Ja gut, das hat dann keine zwei Minuten gedauert, dann haben wir mal im LKW gesessen. Da wart ihr drei in einem LKW. Passen drei Leute da oben in die Kabine rein? Ist ein bisschen größeres Fahrerhaus und daher ist es... Im Fahrerhaus? Ja, sicher. Ja? Ja. Und dann? Ja, haben wir ein wenig Spaß gehabt. Zu dritt im Fahrerhaus? Zu dritt im Fahrerhaus. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die passiert einem Mann nur einmal im Leben. Ja, das klingt wirklich fast wie eine Story aus einem Pornofilm, ne? So in der Art, ja. Ja, aber in der Tat. Also ich sage mal, wenn es den da oben gibt, dann danke ich ihm für so. Auf jeden Fall. Also das waren keine Prostituierten. Nein, es waren keine Prostituierten. Das waren einfach Mädels, die ein bisschen scharf waren. Ja, die kannten sich halt schon länger, haben das wohl auch schon öfters gemacht, dass sie halt so zusammen ins Pornokino gegangen sind und so weiter. Wahrscheinlich haben die es darauf abgesehen, einen Fernfahrer abzuschleppen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber könnte ja schon sein. Also ich meine, wir haben uns ja nicht weiter großartig ausgetauscht. Ich meine, ich weiß nicht, dass die beiden 35 waren. Ja. Ich kenne die beiden den Namen, aber wir haben nicht irgendwie Telefonnummern ausgetauscht oder sowas, sondern wir haben hinterher noch zusammen eine geraucht.
Wann war das? Das war letztes Jahr im Juni. Letztes Jahr im Juni. Warst du letztes Jahr im Juni Single? Ja. Ah. Das auf jeden Fall. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Nein, definitiv nicht. Ja, das ist doch eigentlich eine tolle Geschichte, ne? Ja, ne? Ja, da hast du da wunderbar die Zeit vertrieben. Ich hoffe, ihr habt auch schön mit Gummi alles gemacht. Ja, sowieso, das habe ich auch eben im Vorgespräch schon erzählt. Also sowas hat man auch. Ich stell mir das so ein bisschen kompliziert vor in dieser Kabine. Wenn man da zu dritt, dann ist dann der Steuerknüppel und da stößt man ans Lenkrad. Nee. Ist ein etwas modernerer LKW. Ah ja. Klappt man den Steuerknüppel einfach hoch und also wie gesagt, man hat hier eine Menge Platz. Also hat man da fast eine Lustwiese. Ja. Und ist man da nicht irgendwie immer so bedacht, da könnte ein anderer reingucken, ein anderer Fernfahrer? Ich habe hier schöne Vorhänge in Tiefschwarz. Ach so. Wie lange hat denn die Session gedauert dann? Ich glaube, so an die 3 Stunden waren das. 3 Stunden? Naja. Wow, das ist aber lange. Das war keine schnelle Nummer. Nein. Nee. Also ich habe es genossen und die beiden, denke ich, auch. Ja. Ja, wahrscheinlich wirst du es nie wieder erleben, sowas. Ich glaube auch nicht. Kann sein. Ich glaube auch nicht. Außer man bezahlt dafür, aber... Ja gut, dann ist das was anderes. Aber ich sag mal, so nötig hat man es nicht. Wenn du jetzt an diesem Autohof wieder mal irgendwie vorbeikommst oder gar da stehst, wirst du dann nochmal in dieses Kino gehen? Auf jeden Fall. Kann man, weiß ja nie, ne? Was einem da so begegnet. Genau, aber leider war ich seit diesem Zeitpunkt nicht nochmal da unten. Also in der Regel sind die Kinos wahrscheinlich voller Jungs, ne? Voller Männer. Ich sage mal, es war gewechselt, also Publikum durcheinander. Ja. Es waren zwar ein Haufen Männer da, ja, aber es waren auch halt viele Paare und halt auch so vereinzelt ein paar Single-Frauen. Ja, die Mädels. Jo. Da sind die scharf und gehen auf die Rolle ins Pornokino vom Autohof. Das ist ja ein Ding. Ja, schöne Geschichte. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Marco. Ja, bitteschön. Gute Fahrt, allzeit. Ja, dankeschön und mach du weiter so. Danke sehr, auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. Patricia begrüße ich herzlich. Patricia ist 39. Guten Morgen, Patricia. Ja, hallo. Jürgen. Hallo, Patricia. Was ist dein Thema? Mein Thema ist eine sehr schwierige Beziehung zu einem Mann. Aber vorweg möchte ich was zu dem Anrufer vom Montag kurz sagen. Dem könnte ich vielleicht mit meinem Anruf kurz helfen, weil da war jemand in deiner Sendung, der hieß, glaube ich, Frank. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Und es ging darum, dass der sehr stark errötete. Ja, genau. Also so super stark. Und der hat in Erwägung gezogen, sich in München in so einer Klinik operieren zu lassen. Und zwar habe ich mich auch operieren lassen in dieser Klinik vor anderthalb Jahren. Ja. Und zwar nicht wegen Erröten, sondern wegen starken Spitzen an den Handinnenflächen. Ja. Und das nennt sich Hyperhidrose. Ja. Und ich habe das zufällig in einer Zeitschrift entdeckt und habe dann da angerufen, gleich da einen Termin bekommen. Jedenfalls habe ich mir diesen Sympathikusnerv durchtrennen lassen. Ja. Und das ist genau der Nerv, der auch für dieses Erröten zuständig ist. Ach. Der macht also diesen Impuls, den man nicht steuern kann, wie Augenreflexe, also dieses Wimpernschlagen und eben Erröten eben oder starkes Schwitzen. Hat das bei dir geholfen? Ja, und das ist, seitdem habe ich im Grunde neues Leben, kann man sagen. Das ist ja wirklich, wirklich verrückt. Das hatte ich noch nie vorher gehört, dass man sich gegen Erröten operieren lassen kann. Ja. Und offensichtlich ist das eine seriöse Sache. Absolut. Und eine seriöse das Methode. Ist eine ganz normale Klinik, wurde bei mir auch von der Krankenversicherung bezahlt. Ja. Also auch ich hatte da durch diese Einschränkungen, wie er auch, vielleicht sogar noch mehr, ich kann es nicht beurteilen, enorme Schwierigkeiten beruflich und so weiter. Also im gesamten Alltag. Dass das tropfte, muss man sagen. Also es war nicht nur irgendwie feucht. So. Und da kamen eben auch so Sprüche wie, ja, habe ich auch schon mal, feuchte Hände kenne ich. Ja, ja. Ja, klar, Leute, die das nicht haben, können das natürlich nicht vorstellen. Ja. Ich habe das auch wirklich 39 Jahre oder 38 Jahre im Grunde so hingekriegt, dass es kaum einer mitgekriegt hat. Ich frage mich heute, wie das ging. Aber ich habe das immer irgendwie, also ich habe keinen Tanzkurs belegt, ich habe nie mehr Klavier gespielt. Also interessanter Hinweis, dass du quasi das hinter dir hast und so eine ähnliche Operation hast durchführen lassen und das ist erfolgreich. Interessant, werden sicher viele Zuhörer jetzt helle Ohren gekriegt haben und hellhörig geworden sind.
Ja. Das ist also nicht mein Thema gewesen. Ich wollte es nur noch schnell erwähnen, weil das wichtig ist, wenn der Herr sich dann nochmal meldet oder so, man kann es gerne weitergeben, dass das eben seriös ist. Er braucht da keine Bedenken haben. Okay. Das ist ein ganz super Arzt, ein super Chirurg. Dauert allerdings wirklich 3 bis 4 Stunden die Operation. Das ist gar nicht so unaufwendig. Ja. Ist aber überhaupt mit keinerlei Problemen hinterher gewesen. Ich habe 2 Tage da verbracht und dann war alles wie vorher. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Das finde ich sehr interessant. Bitte. Jetzt aber zu deinem Thema. Ja, also mein Thema ist eben diese enorm schwierige Beziehung zu einem Mann. Den habe ich vor 4 Jahren kennengelernt und habe den im Skiurlaub kennengelernt, im Grunde gar nicht kennengelernt. Der hat mich da mehr oder weniger beobachtet oder gesehen. Der war mit in der Gruppe, hatte mit ihm da gar nichts zu tun, großartig. Mhm. Und wir haben danach dann auch gar keinen Kontakt gehabt. Und dann gab es ein halbes Jahr später so ein Treffen von dieser Skigruppe und da haben wir die Nummern ausgetauscht. Und dann so fing sie an. Genau, und der wohnt in Süddeutschland und ich im Ruhrgebiet. Und ist dieser Mann verheiratet? Nein, er war schon 1,5 Jahre getrennt von seiner Frau und hat 2 Kinder. Und du bist auch Single? Und ich war auch Single, ich war auch schon geschieden zu der Zeit und habe ein Kind. Und er hat mich dann irgendwann eingeladen, ihn dort in Süddeutschland zu besuchen. Und das habe ich dann irgendwann sogar gemacht. Und obwohl er im Grunde gar nicht so mein Typ, sage ich jetzt mal, war, aber ich fand ihn sehr nett. Was ist denn die Schwierigkeit dieser Beziehung? Ja, die Schwierigkeit ist von Anfang an im Grunde gewesen, das muss ich ganz klar sagen, das hätte ich auch gleich erkennen müssen. Und aber es ist ja oft so, dass man denkt, naja, da ändert sich vielleicht noch was, ist natürlich Humbug. Also er war sehr cholerisch oder ist er auch noch. Also ist wirklich ausgerastet wegen Kleinigkeiten und also nach 2, 3 Wochen war das schon so, dass er mich auf dem Markt, wo wir gemeinsam einkaufen waren, angeschrien hat, so, ich kann nicht 2 Sachen gleichzeitig, was quatscht du mich jetzt hier an, du siehst doch, dass ich hier was, so, und also in einem Ton, und mich, also regelrecht angebrüllt. Und das geht bis heute auch? Ja, nee, das hat sich sogar etwas gelegt. Das ist der Grund auch, warum ich immer noch mit ihm zu tun habe. Er hat, man kann ihm wenigstens eins nicht vorwerfen. Er hat wirklich sogar eine Menge getan, um das zu ändern. Was würdest du denn sagen? Du sagst, das ist eine sehr komplizierte und sehr schwierige Beziehung. Was ist im Moment das Komplizierteste? Ja, genau. Das Komplizierteste ist jetzt im Moment, dass eben aufgrund dieser vielen Streitigkeiten, die wir hatten, das muss ich vorweg sagen, 2 Wochen nachdem wir waren zusammen und hatten dann 1 Jahr eine Fernbeziehung. Ich bin dann irgendwann sogar nach 1 Jahr da runtergezogen und bin jetzt vor 1 Monat wieder zurück ins Ruhrgebiet gezogen. Lass uns mal nicht so viele Ausflüchte machen. Was ist im Moment aktuell das Schwierigste und Komplizierteste? Ja gut, das ist die größte Verletzung, die ich jetzt im Moment habe, ist eben, ich habe vor 3 Wochen hat er mich hier besucht und habe dabei herausgefunden, dass er Kontakt zu einer Frau über das Internet aufgenommen hat. Mit der aber nichts war, glaube ich ihm sogar, aber das kann ja auch 1000 andere Gründe haben, warum da nichts war. Es kann ja auch sein, dass sie es einfach nicht wollte. Also du vermutest, dass er jetzt irgendwie fremd geht? Er geht nicht fremd, aber ja, fremdgehen kann ja auch schon im Kopf anfangen. Also offiziell so sexuell war da sicher noch nichts. Ja. Was ist noch kompliziert im Moment? Ja, das Komplizierte ist halt, dass ich ihn jetzt eigentlich am Wochenende für 2 Wochen besuchen wollte. Und das Komplizierte ist halt auch, dass man im Grunde, also wir hatten jetzt versucht, es weiterhin jetzt wieder eine Beziehung auf Distanz hinzubekommen, weil ich eben auch dort nicht nur weggezogen bin, weil unsere Beziehung schwierig war, sondern... Okay, lass uns das nicht so kompliziert machen. Was ist noch schwierig im Moment? Ja, also der Typ hat irgendwie eine andere Frau angebaggert. Punkt. 2. Punkt. Das mit der Cholerik ist, das hat sich ein bisschen gelegt. Das hat sich ein bisschen gelegt. Er war da in so einer Therapie und so weiter. Also er arbeitet schon an sich, muss ich okay, sagen. Okay, was ist noch? Dass ich sehr an ihm hänge und ihn wirklich noch liebe und das für mich selber kaum rechtfertigen kann, weil eben so viele Dinge passiert sind und weil ich jetzt mit dieser Verletzung so schlecht umgehen kann. Also er wird auch mittlerweile echt, wenn ich nachfrage... Wie hat er sich denn gerechtfertigt? Hat erst gelogen, wie gedruckt, kann man sagen. Und nach und nach, als ich ihn dann in die Ecke gedrängt hatte, wurde er aggressiv und hat dann irgendwie, dann haue ich eben ab und dann fahre ich wieder nach Hause. Und und irgendwann hat er dann zugegeben, er kennt sie dann eben übers Internet. Aber da war nichts und die hat ihn auch schon einmal da besucht in Süddeutschland. Ist er denn unzufrieden mit dir, mit euch? Ja, klar. Ach so. Und weil das jetzt natürlich auch oft, er kann im Grunde nicht alleine sein und immer wenn die Beziehung halt schwierig war oder wir einen Streit hatten oder jetzt, wo ich weggezogen bin, kriegt er natürlich Panik und guckt sich sofort anderweitig um. Hat, glaube ich, wirklich noch nie was gemacht, also seit mal insofern, dass er mit jemandem im Bett gelandet ist, das will ich ihm einfach mal glauben. Was sagt er denn
zu den Gefühlen zu dir? Ja, also als er hier war vor 3 Wochen, das habe ich ihm in dem Moment, also ich glaube auch, dass es in dem Moment so empfunden hat, hat er mir ganz klar gesagt, also ich wäre wirklich seine absolute Traumfrau. Okay. Das war so ein tolles Wochenende, er liebt mich total. Okay, klarkommen miteinander. Ja. Was sind deine Gefühle für ihn? Ja, also ich liebe ihn auch noch, muss ich sagen, ich habe Angst, dass ich mich da eigentlich nur in was reinsteige und. Also mir ist jetzt klar, eigentlich nur klar geworden, da ist ein irgendwie ein bisschen schwieriger Typ. Mhm. Der hat ja schon bei anderen Frauen rumgebaggert. Mhm. Der ist auch cholerisch, aber das hat er so einigermaßen im Griff. Und du bist dir deine Sache nicht mehr so sicher. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, im Grunde ist das so, weil ich nicht weiß, ob man sowas nochmal vertrauen kann irgendwann. Patricia. In den 4 Jahren oder in den 3,5 Jahren häufiger gemacht, wie gesagt. Ich habe das ja öfter mal, dann habe ich irgendwann eine E-Mail gelesen, Dankeschön für den schönen Abend. Ja. Da war er ja, also ich meine, letztendlich, da musst du ihn festnageln. Was ist da mit den Frauen, was will er von den Frauen? Mhm. Wo ist er bei dir unzufrieden? Ich meine, das sind die Grundsubstanzen eines Gespräches in einer Partnerschaft. Also, ja, klar, genau. Und du musst es ihm auch vermitteln, dass du gekränkt und verletzt bist. Dazu muss er Stellung beziehen. Wenn ihr beiden aber irgendwie aneinander vorbeiredet oder euch vielleicht die Ohren zuredet, beide, und irgendwie euch nicht erreicht, ja, dann sucht euch einen moderierenden Profi zwischen euch, ja, der euch ein bisschen zueinander... Ja, er sieht das auch alles ein und es tut ihm auch tierisch leid jetzt. Und er hat auch so und so. Das Problem, was ich jetzt kurz ganz noch, wollte ich mal eben sagen, habe, ist eben, er sagt jetzt, ich habe ihn also heute Abend nochmal darauf angesprochen und gesagt, ich komme also jetzt nur über die Ferien wirklich vorbei, wenn er diesen Kontakt zu der Frau da also endgültig auch abbricht. Mhm. Also, er hat auch gesagt, er wäre nichts und die hätte den Kontakt eh abgebrochen. Also er kommt jetzt und hat den Kontakt abgebrochen. Nee, ich wollte zu ihm fahren. Und Genau. Und ich habe gesagt, ich kann das jetzt echt nur, wenn ich weiß, dass... Und er sagte ja, er macht es davon abhängig, wie das jetzt mit uns in Zukunft läuft. Ja, also, was reden wir hier? Wir reden über zwei erwachsene Leute, wo der eine irgendwie und irgendwas und mal so und so, das ist doch alles Kindergarten ist das doch. Genau. So, der muss eine klare Stellung beziehen und dazu musst du ihn zwingen. Das ist sein gutes Recht. Ja, und wenn er das nicht hinkriegt, dann geht es irgendwie nicht. Ja, und wenn ihr beiden aber wirklich doch Interesse an euch habt und ihr nicht zueinander findet, holt euch, geht zu einem zu einer Paarberatung. Mhm. Ja. Ich würde dir gerne jetzt mal etwas geben hier über meine Psychologin. Ja, du musst einfach sagen, was du willst, und du musst sagen, dass er alles klar auf den Tisch legt. Mehr ist dann nicht zu machen. Ja. Sonst redet ihr wirklich wie pubertierende junge Leute. Komme ich mir auch vor, ja, also das ist ganz klar. Ja, ja. Jetzt wird Magdalena dich nochmal anrufen, meine Psychologin. Ja, und gibt dir nochmal ein paar Adressen, die du ja vielleicht dann eventuell in Anspruch nehmen kannst. Ja, das wäre sehr nett. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und euch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Camilla ist hier. Camilla ist 22. Guten Morgen. Ja, hi. Camilla. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, um was geht's denn? Ja, ich glaube, ich bin sexsüchtig. Oh. Wie macht sich das deutlich? Ja, ich bin seit dem 10.01. mit meinem neuen Freund zusammen. Mhm. Und also von dem kriege ich nicht mehr genug. Mit meinem Ex, da habe ich nicht so viel mit ihm gehabt als mit meinem jetzigen Freund. Also mit dem jetzigen hast du mehr Sex als mit dem alten? Ja, das habe ich schon nach 4 Monaten gemerkt. Und dennoch ist es dir nicht genug? Nee. Wie viel Sex habt ihr denn so im... Ja, da muss ich ja wahrscheinlich fragen, nicht in der Woche, sondern am Tag. 4 bis 5 Mal? Nein, das gibt's doch gar nicht. 4 bis 5 Mal am Tag? Ja. Und das muss der arme Mann, muss das ertragen? Ja. Kann aber er dann? Er will's ja selber auch. Ist er denn im Moment noch, hat er doch genug Kräfte? Kann er noch? Ja. Ich höre im Hintergrund was. Was ist da los? Nee, weil der Fernseher auch an ist. Achso, dann mach ihn mal leise, bitte. Jo, mach ich. Ja. Nee, weil... Also er beschwert sich noch nicht, dass er überfordert ist. Nein, weil bei mir ist es nämlich so, ich hatte eine Beziehung von 4 Jahren. Ja. Und weiß ich nicht, ich
er war eine ganz andere Mentalität, als ich es war. Die, weil mein Vater ist Grieche. Ja. Und er war das typisch Deutsch. Also bei dem, der kannte das nicht. Der hat mir auch keine Liebe gezeigt, keine Zärtlichkeit und so. Und jetzt mein Neuer, der ist ganz anders. Mhm. Ich habe mich dran gewöhnt und jetzt verlange ich sogar danach. Also, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. In der alten Beziehung, mit dem du 4 Jahre zusammen warst, war das dann da auch so, hattest du auch so ein großes Bedürfnis nach Sex? Nein, weil ich das nicht kannte so. Ach, ich verstehe. Der kannte kein Kuscheln, gar nichts. Also mehr oder weniger, mach mal fertig und Das heißt, diese wahnsinnige Sexsehnsucht ist jetzt erst ausgebrochen durch den neuen Freund? Ja. Ach so. So zum Beispiel, als wir sind im Januar zusammengekommen, im April sind wir sehr schnell zusammengezogen, mein neuer Freund und ich. Ja. Und dann das war eine typische Situation. Im April seid ihr zusammengezogen? Ja, letzten Jahres. Ach so, ich dachte erst, ihr hättet euch in diesem Jahr kennengelernt. Nein, letztes Jahr am 10. Ja, am 10.1. Genau, letzten Jahres. Verstehe. Ja. Und dann sind wir ziemlich schnell im April zusammengezogen. Ja. Und dann zum Beispiel typisch, als wir unsere Wohnung hatten und so und unser erstes Mal im Schlafzimmer lagen, wollte er mich umarmen, kuscheln und so. Und ich habe erstmal abgewiesen, weil ich das erstmal so nicht ganz kannte. Mhm. Ja, und dann hat man sich dran gewöhnt und jetzt weiß ich nicht. Krachen die Federn. Ja. Das ist ja wirklich eine hohe Frequenz, muss ich ehrlich sagen. Vier, fünfmal am Tag. Ja. Ich wundere mich selber, weil ich das eigentlich gar nicht von mir kenne. So, aber also von früher her. Beruhigend finde ich ja. Wie alt ist dein Freund? Der ist 28. Beruhigend finde ich. Beruhigend finde ich das. Dass er das ja genauso mitmacht und er es auch will. Ich denke mal, er kannte es von früher auch nicht so. Hast du ihn mal gefragt? Nicht wirklich. Warum nicht? Kann man doch fragen. Warst du früher auch schon so ein Hengst wie jetzt? Also er sagt nein. Nein. So ja. In Wirklichkeit bin ich seine erste richtige Freundin. So langzeitlich. Ich meine, Camilla, ist das ein Problem? Ich weiß es nicht. Also ich finde... Ja, sag. Ja, keine Ahnung. Also für manche ist es normal, wenn man das so irgendwie bei Kollegen hört oder im Fernsehen. Aber selber, man will sich ja nicht wirklich outen oder so, je nachdem, wie die anderen dann reagieren. Naja, also ich will dir sagen, das ist natürlich schon heftig, aber ist ja wurscht. Für mich ist entscheidend, dass ihr beide sehr, sehr ineinander verliebt seid. So scheint es ja zu sein. Und dass ihr beide wirklich tierisch aufeinander abfahrt. Ja, also wir sind wie Pech und Schwefel, weil wir haben jetzt schon sehr viel miteinander mitgemacht oder mitmachen müssen. Ja. Und das schweißt uns zusammen. Ja, insofern finde ich das ja sogar toll. Ich beneide euch darum. Das ist so eine tolle Sache. Wenn ich 4 Jahre mit meinem Ex zusammen war, er ist irgendwie meine wirklich erste große Liebe. Ja, guck, und vielleicht all das, was du vorher unterdrückt hast, bricht da jetzt mit großer Vehemenz nach außen. Und dein Freund macht das auch und ihr seid, für mich ist das eigentlich so, wie du es gerade geschildert hast, ein Ausdruck einer sehr heftigen und intensiven Liebesbeziehung, die noch relativ frisch ist. Und insofern finde ich, würde ich das Wort sexsüchtig da auch gar nicht so gebrauchen. Es sei denn, dein Freund ist dir nicht genug und du guckst auch noch nach anderen Männern. Nein, auf gar keinen Fall. So, dann ist doch alles gut. Hätte ja sein können, dass du sagst, ich habe 5-mal am Tag Sex mit meinem Freund und dann gehe ich auf die Straße und möchte am liebsten den Nachbarn auch angrabbeln. Aber so ist es nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, weil wir wollen auch heiraten, so schnell wie möglich. Ja, ihr könnt ja noch ein bisschen warten. Ja. Nicht, dass er mir abhaut. Bitte? Nicht, dass er mir noch abhaut. Weil so das... Also das ist dein Mann. Ja, also hoffentlich bald. Ja, okay. Und ich sag's mal so, diese Zärtlichkeit, was ich von ihm bekomme, habe ich in meinem Leben noch nie von jemand anders bekommen. Mhm. Schon allein auch dieses Reden, was wir miteinander machen und dieser Zusammenhalt, also weiß ich nicht. Ich will dir mal sagen, wertschätze das mal. Das ist ganz toll, wenn man das in deinem Alter mit 22 schon findet. Ein Mensch findet das erst sehr viel später, wenn er viel älter ist. Manche finden es leider auch nie.
Aber das ist schon toll, wenn ihr beide so euch so gefunden habt und so zueinander passt, ist das doch klasse alles. Ja, nee, weil früher bei meinem Ex, da war ich mehr oder weniger seine Putz, naja. Ja, ja, ich verstehe schon. Und so weiter. Ist denn der Neue jetzt auch ein feuriger Grieche oder ist es ein Deutscher? Nee, ein Pole. Ein Pole, guck an. Ja. Ein Pole? Nee, weil mein Vater ist Grieche, meine Mutter ist ungarischer Abstammung, er ist Pole, ja. Das ist aber alles wild gemixt. Oh ja. Da ist aber alles ganz durcheinander. Temperament hoch 5. Genau. Und so richtig. Und ihr lebt in Deutschland, also ja. So richtig europäisch. Alles. Alles drin und drum. Ja. Ich beglückwünsche dich. Ich finde, das ist keine Sexsucht, sondern es ist ein Ausdruck eurer intensiven Beziehung, eurer intensiven Liebe und der Leidenschaft, die ihr teilt füreinander. Aha, also brauche ich mir da gar keine Sorgen machen? Nein, nein. Nee, im Ernst, wenn du jetzt auf andere Männer auch noch ständig scharf wärst, dann wäre das schon bedenklich, finde ich. Ich sehe die hier mit einem ganz anderen Bild, komischerweise. Die anderen Männer? Ja. Wie siehst du die denn? Oh Gott. Soll ich das jetzt wirklich beschreiben? Ich weiß ja nicht, was du sagen wirst. Ja, hässlich. Hässlich? Ja, okay. Wenn du falschen Charakter und so. Auch ja? Wenn jetzt jemand da sein würde, was weiß ich, wie einer von den Chippendales oder so, ja. Den würde ich als, weiß ich nicht, Marotzer oder so bezeichnen. Camilla, so. Ich diagnostiziere, du bist schwer verliebt. Oh ja. Da redet man so. Oh ja, das kenne ich gar nicht. Weil man sagt ja eigentlich, erste große Liebe mit dem man zum Beispiel das erste Mal hatte, das ist die erste große Liebe und bleibt die große Liebe. Aber ja. Irgendwie ist das gar nicht so. Ja. Wie jetzt bei meinen jetzigen. Also, ich wünsche euch beiden Süßen sehr viel Spaß miteinander noch. Jo. Und richtig weiterhin ein Glück, ein großes Glück. Und wenn ihr heiraten wolltet, wünsche ich euch natürlich auch nur das Beste. Und genießt diese schöne Zeit. Das ist eine ganz tolle Zeit, sage ich dir. Das ist super. Nee, weil wir wollen auch gucken, eventuellerweise ein Kind. Ja, eins nach dem anderen. Ja, aber bei mir ist es eben nicht hundertprozentig sicher, ob ich überhaupt jemals schwanger werden kann. Ach so. Na gut, ist eine andere Thematik. Eben. Ich beglückwünsche euch zu eurer Liebe und genießt sie. Alles Gute, Camilla. Dann bedanke ich mich. Ja, sehr gerne. Ja. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. 1 Uhr 48 und 48 Sekunden haben wir und hier ist Daniela. Daniela ist 35. Guten Morgen. Hallo. Hallo Daniela. Weswegen hast du mich angerufen? Ich habe angerufen, weil ich eigentlich seit 6 Monaten mit einem ziemlich üblen Problem kämpfe. Was ist das für ein Problem? Ich habe vor 6 Monaten erfahren, dass mein Freund schwul ist. Oh. Ja. Wie lange ist dein Freund? Seid ihr befreundet? Wir waren dann zusammen 6,5 Jahre. 6,5 Jahre. Und ja. Du hast vor 6 Monaten erfahren, dass er schwul ist. Wie hast du es erfahren? Ich habe es eigentlich aus ihm rausgeprügelt, auf gut Deutsch gesagt. Weil du irgendwie so eine Ahnung hattest? Ja. Mhm. Woher kam die Ahnung? Es ist zwischen uns nicht mehr so viel passiert. Es war ziemlich frustriert. Und eigentlich war unsere Beziehung total harmonisch. War alles toll. Ich wollte ihn auch heiraten, auch mit wenig Sex. Das wäre mir alles egal gewesen. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich habe auch 2-mal vorher die Situation gehabt, dass ich halt Männerfotos auf seinem Computer oder auf unserem Computer, die haben wir beide genutzt. Und habe die dort halt gefunden und da war mir das schon mal komisch. Weil normalerweise, okay, du hast jetzt die Fotos gefunden, normalerweise würde man ja vielleicht denken, er hat eine andere. Ja, aber aufgrund der Männerfotos. Ja, aufgrund der Männerfotos warst du gleich in die Richtung. Nee, eigentlich gar nicht. Er hat es ja auch geschafft, mich sofort wieder von den Gedanken wegzubringen, weil ich ihm auch vertraut habe. Ach so. Wie hat er das denn? Er hat mir dann erzählt, dass das ein Virus ist, irgendwas. Er wüsste nicht, wo die Fotos herkommen und ich habe mich noch lächerlich gemacht. Ich habe mich stundenlang davor gesetzt und irgendwelche Messenger deinstalliert, die Ursache davon sein sollten und sowas. Ja, ich fühle mich inzwischen echt mies behandelt. Aber ihr seid noch zusammen? Nein. Nein, ach so. Seit dem Tag dann nicht mehr. Ich glaube, er hätte den Schritt bis heute nicht getan. Ach so. Hatte er schon nebenher eine Beziehung zu einem Mann? Beziehung weiß ich nicht. Aber Sex? Ich vermute mal schon. Er sagt nein, ich kann es aber nicht glauben nach 7 Jahren fast Beziehung, dass er das nicht einfach alles hinschmeißt, wenn er nicht weiß, worauf er sich da einlässt. Also es gab noch kein so ein ganz offenes Gespräch, dass er genau gesagt hat, ab dem und dem. Er geht mir immer wieder aus dem Weg. Mhm. Ich kann. Und du?
blockiert, total. Ja. Und dir gehen wahrscheinlich tausend Situationen durch den Kopf eurer Beziehung. Und so Kleinigkeiten, die eigentlich total lächerlich waren, die ich schon vergessen hatte, an die keiner mehr gedacht hat, die kommen wieder hoch und er versteht das nicht, wenn ich versuche, mit ihm drüber zu reden. Und dann muss ich noch dazu sagen, ich bin auch 200 Kilometer weit umgezogen für ihn nach 3 Jahren. Ja. Und sitze jetzt hier und musste dann auch feststellen im Nachhinein, nachdem ich rausgefunden habe, dass er schwul ist, dass er schon ein halbes Jahr, nachdem ich hergezogen bin, bei Geromeo sich angemeldet hat, als schwul und als Single. Das ist so eine Single-Börse für Schwule, ja, ne? Ja, ich bin nur durch einen schwulen Kumpel draufgekommen, der bei Wer kennt wen gemeldet hat ist. Hat er denn, dein Freund, dann, als du sagst, ich hab's aus ihm rausgeprügelt, im übertragenen Sinne, hoffe ich. Er hat's bis, ja. Natürlich nur. Aber da hat er dann auch gesagt, ja, ich bin's, oder wie? Nein. Nee, immer. Er hat nur zu mir gesagt, du weißt ja eh schon. Und wir hatten nur zweimal die Situation, die Diskussion mit den Bildern, wo ich beim zweiten Mal dann auch schon völlig irritiert und fertig war. Du weißt ja eh schon, hat er gesagt. Also nur so, ja, aber ich habe bestimmt 5 Stunden an dem Tag auf ihn eingeredet, was mit ihm los ist. Das ist ja absolut ätzend. Finde ich auch absolut ätzend. Finde ich auch absolut feige von ihm. Und das Schlimmste ist, er lässt mich jetzt spüren, als wäre ich die Bösartige in der Sache. Warum, inwiefern? Ja, weil er hat, ich habe ihm ja noch nicht mal Vorwürfe gemacht. Ich habe noch versucht, super viel Verständnis für ihn aufzubringen, habe ihn bei seiner Familie verteidigt, alles Mögliche. Habe noch so viel Kraft aufgebracht. Ja, inwiefern beschuldigt er dich? Meine Familie wollte ihn mehr oder weniger rausschmeißen und dass ich bei ihm, bei den Familien oben in der Wohnung wohnen bleibe und solche Sachen alles. Aber inwiefern beschuldigt er dich, dass du Schuld hast an der Sache? Er kann einfach nicht mit dem, ich vermute, er kann einfach nicht damit umgehen, was er angerichtet hat. Und ich versuche, um zu verstehen, was passiert ist, um das zu verarbeiten, mit ihm drüber zu reden. Aber es geht nicht. Er blockt ab und macht mir Vorwürfe, ich sollte es endlich ruhen lassen. Er hat auch Monate später mir vorgeworfen, ich würde mir immer noch Hoffnung machen, obwohl das am gleichen Tag für mich direkt gegessen war. Als du gesagt hast, es ist Schluss, wie hat er da reagiert? Hat er da gesagt, okay, dann ist Schluss? Nee, er war froh darüber. Er war froh darüber. Er war sicher froh darüber, dass ich den Schritt oder dass ich ihn aus ihm rausgeholt habe. Ihr wohnt jetzt hoffentlich getrennt? Ja, seit 2 Monaten und die 2 Monate haben mich jetzt auch erstmal richtig runtergeholt, also runtergezogen. Wie oft habt ihr noch Kontakt miteinander? Eigentlich wollte er mir helfen. Er hat uns mit Tränen von mir das Versprechen abgenommen, dass ich zu ihm komme, wenn ich Probleme habe und dass wir Freunde werden wollen, sobald es geht. Und ich habe das Gefühl, ich versuche alleine daran zu arbeiten. Weil er fehlt mir als Freund jetzt. Ich habe so viel Verständnis für ihn versucht aufzubringen, aber er lässt auch alle seine anderen Freunde hinten vor. Er bricht fast alle Kontakte scheinbar ab. Ist denn jetzt in seinem Umfeld, bei seiner Familie auch klar, dass er schwul ist? Ja, für die war das eher die erste Reaktion, wie ich habe im Grunde das Gespräch überhaupt ins Rollen gebracht, weil ich gesagt habe, du musst mit deinen Eltern darüber reden. Und das hat er getan dann? Dann hat er das getan. Weil, und du weißt aber auch nichts Aktuelles, ob er einen Freund hat zurzeit, weißt du nicht? Er sagt nein. Aber es gibt da so 2 Leute, die das alles ins Rollen gebracht haben, weil ich muss dazu sagen, er hat, als er sich bei Geromeo angemeldet hat, das Profil für alle öffentlich gemacht. Ich bin durch Zufall draufgestoßen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute hinter unserem Rücken schon Bescheid wussten. Das ist eine tiefe Kränkung, ne? Und Verletzung. Und das Schlimmste dabei ist, er hat Fotos aus unserer Beziehung da reingestellt, die ich von ihm gemacht habe, wo ich dachte, wir wären glücklich. Nacktfotos? Das kränkt mich noch viel, viel mehr. Nacktfotos nicht unbedingt, aber Fotos von ihm oder wo wir zusammen auf dem Urlaub waren. Und sind alles Erinnerungen für mich, die er mit mir tritt. Ich kann gut verstehen, dass du dich da sehr, sehr verletzt fühlst. Und er greift mich auch sofort an, wenn ich dann mal irgendwie doof reagiere oder so. Ja, und ich finde es auch sehr feige von ihm, dass er nicht Kerl genug ist, dir zu sagen, so und so ist es und seitdem ist es. Ich habe die Wohnung alleine aufgelöst. Ich musste alles alleine machen. Wie war denn die Sexualität so am Anfang zwischen euch beiden? Ich fand die super. War toll. Also für mich war es super. Aber da denkt man ja auch. Angeblich auch. Ja, aber man denkt ja wahrscheinlich dann in deinem Fall, war es für ihn wirklich super?
Ne, so, anfangs so, denke ich schon, ja. Aber man weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass er durchaus auch in zwei Welten gelebt hat. Ich habe aber auch gemerkt, dass es sich verändert hat. Mhm. Also zum Schluss war es wirklich nur noch ein Krampf und ich habe aber den Fehler immer bei mir gesucht. Mhm. Nur es ist aber trotzdem auch noch was passiert. Deswegen glaube ich auch, ich bin ihm nicht ganz egal gewesen. Aber ich verstehe sein Verhalten jetzt. Mhm. Diese Ignoranz, die tut mir so weh. Daniela, weißt du, was du machen musst, glaube ich, wie du mir den Fall jetzt geschildert hast? Du musst radikal auf Distanz gehen. Ja. Es bringt wahrscheinlich. Das habe ich heute Nacht versucht, nachdem man mir wieder ungerechterweise Vorwürfe gemacht hat, wo ich ihm einfach nur meine Gefühle gesagt habe. Es bringt nichts. Nachdem er sich nach zwei Wochen irgendwann mal wieder so nebenher und oberflächlich gemeldet hat, obwohl er mir ja nicht mehr helfen wollte. Lass es sein. Lass ihn los. Lass ihn komplett los im Moment. Ich habe ihm geschrieben, ich möchte nichts mehr von ihm sehen und hören. So, das musst du jetzt aber auch durchziehen. Ja, das Problem ist nur, ich musste mich noch von einem Tier, es hört sich echt bescheuert an, aber wir haben uns vor anderthalb Jahren noch einen Hund geholt. Mhm. Und der fehlt mir auch so. Mhm. Ja. Er hat mich aus meinem kompletten Leben rausgerissen. Mhm. Ich habe mir eine Familie mit ihm gewünscht. Ich hatte schon für einen Heiratsantrag alles fertig. Mhm. Bricht alles zusammen. Ja, ich habe einen Film vor mir gesehen, Filmstreifen, wo ein zappelndes Männchen rausgezogen wird und nichts hat mehr Sinn da drin. So, Daniela. Jetzt bringt es ja nichts, wenn man nur in der Vergangenheit lebt und, und sich die Träume vorstellt, die man mal hatte. Ja. Es geht ja jetzt darum, dass du jetzt weniger Schmerzen hast und dass du weniger traurig bist. Und ich habe so Angst vor der Zukunft, dass ich nie mehr Vertrauen fassen kann. Ja, langsam. Jetzt finde ich Schritt für Schritt erstmal. Jetzt finde ich erstmal wichtig, dass du dich von ihm entfernst. Du sagst, der fehlt mir als Freund. Du weißt ja gar nicht, wie er als Freund ist. Der ist ja jetzt so fremd mittlerweile geworden. Ich frage mich inzwischen, ob er überhaupt jemals ein ehrlicher Mensch mir gegenüber war, ob ich vielleicht nur ein Abbild irgendwie... Vielleicht. Aber suche jetzt nicht mehr die Auseinandersetzung, weil offensichtlich funktioniert es nicht. Er blockiert alles. Ja. Und ihr liegt euch nur in den Haaren und jedes Mal gehst du mit Schmerzen, mit Demütigung und mit Traurigkeit da raus. Wenn wir uns wenigstens in den Haaren liegen würden, aber er ist einfach immer nur stumm eigentlich. Na gut, aber du hast ja gerade... Oder dreht den Spieß um und sagt, dann ich bin diejenige, die wieder alles schwarz sieht. Ja, aber das ist doch furchtbar. Ich sage dir, mach es aus Selbstschutz. Geh auf Distanz zu diesem Mann. Es bringt nichts. Du kriegst, ich weiß, ich würde an deiner Stelle auch 1000 Fragen haben und die sehen so nach 1000 Antworten. Du musst leider im Moment damit leben, dass du die nicht kriegst. Ja. Schütze dich einfach vor diesem Mann. Und versuche dein eigenes Leben dir wieder vorsichtig aufzubauen. Wenn dir der Hund so fehlt, ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt auch ein platter Ratschlag, aber ich sag's trotzdem, vielleicht kannst du dir einen neuen Hund besorgen. Das geht ja leider zeitlich und vom Geld nicht. Ich habe einen Job, wo ich nicht wirklich viel verdiene. Okay. Das war ja die Bedingung, wo ich gesagt habe, dass wir uns den holen. Wir haben bald 3 Jahre drüber nachgedacht, überhaupt einen zu holen. So, ich verstehe diese Entscheidung von ihm. Und dieser Hund lebt jetzt bei ihm und das soll auch so bleiben. Ja, aber ich glaube, er vernachlässigt ihn ganz schön. Okay, das könnte man ja vielleicht nochmal versuchen zu regeln, wer nur den Hund bekommt. Aber das muss auch schnell geregelt werden. Du musst einfach aus der Kommunikation mit ihm raus. Ja, ich weiß, dass ich den Hund nicht nehmen kann. Okay, dann war so Bedingung, als wir den geholt haben, wir müssen den zusammen. Okay, so bitter wie es ist, da musst du auf den Hund verzichten. Ja. Ich finde, dass es jetzt absolut wichtig ist, dass du dich konzentrierst auf die Zukunft, auf die Gegenwart und nicht zu sehr in der Vergangenheit immer wieder grübelst. Ich verstehe, dass man das macht, aber da musst du gegen angehen. Und was das Vertrauen anbelangt, beruhig dich erstmal ein bisschen. Und ich glaube auch, dass wenn erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate vergangen sind, dass du auch wieder einen anderen Zugang auch zu Männern findest. Im Moment bist du ja nun... Das ist ja schon ein halbes Jahr vergangen, deswegen ich bin so ungeduldig inzwischen, was das angeht. Jetzt muss ich mal Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, okay? Alles klar. So machen wir es. Mach's gut, liebe Daniela. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Wir gehen jetzt eine kleine Osterpause und sind in der Nacht vom 31.03. auf 1.04. wieder da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wünsche euch auch sehr schöne Ostern. Gute Nacht, bis dahin. Ciao.